Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Vanguard. Wir sind hier immer noch unterwegs, immer noch, so lange bin ich hier noch gar nicht, aber unterwegs auf dem Weg zu unseren Freunden nach Eastcliff. Wer bist du? Okay. Okay, ja. Na klar. Okay. Bist du ein Heilbusch? Bist du ein Heilbusch? Oh! Ja, ich bin... Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin aus Versehen auf einen Baum geklettert. Hups. warum heilt denn niemand meine Pokémon? Warum gibt es nirgends die Möglichkeit, Pokémon zu heilen in diesem Spiel? Ey, dafür, dass die Heilbüsche so angekündigt haben, sind sie nirgends. Das ist echt gemein. Hi. Ah, das ist eine Brücke. Ich hoffe, sie stürzt nicht unter mir ein. Aber Brücken tun das gerne. Irgendwie, wenn ich drüber laufe. Ah. Oh. Tatort. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Pokémon er hat, aber zur Not, weil die Trainer auf dieser... Wopper. Wopper, du hast mich schwer enttäuscht. Wopper. Danke. So ist schon besser. Amnesie. Ja, sieht äußerst verwirrt aus. Sieht aus, als wäre es immer verwirrt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, Erdbeben hat erstaunlich wenig Schaden gemacht. Ja, das ist jetzt eh paralysiert. Ja, klasse. So. Es hat seinen Dienst getan und Dinge auf dem Boden verteilt. Das ist doch auch schon mal was. Es war auch sehr wichtig. Flammenwurf. Wow. Warum ist es voll geheilt? Was habe ich verpasst? Ich habe irgendwas verpasst. Warum ist das Ding so stark? Okay. Okay, sehr schön. Ja, achso, es gibt hier ja kein Schlafen. Ah. Terranion, nein. Und ich muss jetzt raten, welchen Typ es hat. Die Trainer auf dieser Route machen mich so fertig und es gibt nichts zum Heilen zwischendurch. Oh, er hat 6 Pokémon. Gut, dass ich die Stacheln gelegt habe. Ja, das mit dem Feuer, da hätte ich mir echt überlegen können, dass ich den Schwerttanz vielleicht besser nicht mache. Aber das auch gerechnet, das Feuerding das erste ist, was mir begegnet. Ist schon wieder so typisch. Nein, nicht meinen Max-Potion raushauen, bitte. Okay. Jetzt kommt da wieder so ein kleines. Der hat also auch noch die kleinen zwischendurch. Okay. Na, oh, was ist los auf diese Route? Macht mich fertig mental. Okay, habe ich irgendwas gegen Paralyse? Ja, ein Full Heal. Okay. Nein. Wenn ich jetzt instant wieder paralysiert bin. Danke. Das war nämlich eine Warnung und das hat die Warnung tatsächlich verstanden. Gut. Sonst wäre ich nämlich hier durch den Bildschirm und dann hätte ich das... Hätte ich mich selbst damit rumgeschlagen. Ah, klasse. Jetzt treffe ich nicht mehr. Du schon wieder. Ja, noch... Nein, bitte nicht. Ich habe mich jetzt so geboostet. So, weg mit euch allen. Auf Wiedersehen. Nein. Ja, guten Tag, aber nein. Nein. Nein, danke. Tschüss. Oh. Bist du ein Heilbusch? Nee, du bist nur normaler Bärenbusch. Warum ist denn dem Baum so Zeug drin? Bist du ein Heilbusch? Das muss schon seltsam sein, wenn einer da über die Route läuft. Kannst du mich heilen? Und dann einfach nur mit Büschen redet. Heil mich bitte. Ist das gemein. Ey, die Heilbüsche waren schon in diesem Fangame, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So selten, wie ich die hier sehe. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Das Spiel macht mich im Moment aber auf jeden Fall fertig. Komme ich hier irgendwo hin?
In der Sackgasse. Cool, cool. Das sind meine Lieblingsgassen, die Sackgassen. Und wo komme ich? Ah, ne, hier komme ich nicht hin. Hier komme ich auch nicht weiter. Ist, da hätte man schon irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Grastextur hinklatschen können. Damit es nicht so aussieht. Kann ich links oder rechts gehen? Nein! Ah! Kann ich nicht, aber ich hab's trotzdem getan. Nun, okay. Ein neuer Trainer. Ich darf wieder mein ganzes Team heilen. Ist das geil. Okay. Auf geht's. Was ist das hier? Der Weg zur... Ist das hier die Siegesstraße? Oh, Kani, oh je. Okay, hallo. Sind die Stacheln überhaupt gegen den Trainer eine gute Idee? Egal, jetzt bin ich schon dabei. Bist du ein Psycho-Pokémon? Kannst du aufhören, dich zu boosten? Voll uncool ist das. Ich glaube, ich finde das echt nicht gut, was er da tut. Er macht trotzdem keinen Schaden. Warum setzt er denn auch die falsche Attacke gegen mich ein? Hä? Warum hat er nicht nochmal Psychokinese? Ist das ein Schwur? Er setzt Attacken nicht doppelt ein. Wild von ihm. So. Sehr schön. Ich weiß nicht, welcher Typ das ist. Ist das einfach das normale Design, aber es hat eine Rüstung aus, ich weiß nicht, Kohle an? Wenn ja, ist das wild. Ich habe Fragen. Kannst du aufhören, Ableithieb einzusetzen? Das ist sehr fies. So. Ich weiß nicht, was er einsetzt. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe... Ah! Minecraft! Küsses. Oh, das hat nicht viel Schaden gemacht. Tarnsteine. Na toll. Minecraft, warum tust du das? Ach, Schwertanz. Ja, das geht ja. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich fahre ganz gut momentan mit meiner Taktik. Zuerst alle vergiften und dann Schwert tanzen. Oh, Robustheit. Ah, oh, nein, jetzt trifft er fünfmal. Nee, Glück gehabt. Nur dreimal. Die Taktik läuft ganz gut bisher. Oh. Ist hier ein Busch, der mich heilen kann? Oh. Hä? Kann ich da einfach von oben und von unten langlaufen oder was ist der Plan? Ich bin verwirrt. Okay, was passiert, wenn ich auf der anderen Seite langlaufe? Ach, das Problem ist, ich habe keine Heil-Items mehr und wenn es gleich die Story weitergeht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange es geht, weil... Ach, man kommt hier gar nicht runter. Ich dachte, man würde hier runterkommen, weil ich die Treppe, diesen Durchgang gesehen habe. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wie weit das Spiel noch geht, weil Kapitel 23 ist das letzte Kapitel. Aber keine Ahnung. Ich will auch meine ganzen Items jetzt nicht verbrauchen. Wenn wir down gehen, dann kann ich neues Zeug in der Stadt kaufen und dann gehe ich halt den ganzen Weg nochmal. Dann ist das so. Electrode, das leider kein Elektro hat. Mittelalterliches Electrode vielleicht. Hey, ist das nicht cool? Zwei Feuer-Pokémon nebeneinander, ist doch schön. Starmie! Ich hoffe, Starmie ist normal. Also nicht vom Typ normal, das wäre seltsam, aber normal halt. Also ist es. Oh, one-shotted ein Starmie, nicht schlecht. Gyropass. Ist das das Normale, ist die Frage. Oh, was ist das? Okay, ich dachte an ein ganz anderes Pokémon. Okay.
weg damit. Es hat trotzdem gepasst, also alles gut. Oh. Oh. Ah. Okay. Weg mit dir. Tschüss. Danke für den Angriffsboost. So, jetzt war mal Angriff geboostet, jetzt bleiben wir drin. God of War. Das God of War macht mir jetzt doch etwas. God of War macht mir immer Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ist das Feld seltsam? Ich habe das Gefühl, das boostet das God of War, oder? Oder? Das ist nicht gut. Wir machen Surfer, weil das mehr Schaden macht. Gar keinen nämlich. Nein. Hör auf, dir Dinge zu wünschen. Das wünsche ich mir nicht. Dankeschön, Sigma. Okay, hier geht's da rein. Wo komme ich hier hin? Bist du ein Heilbusch? Ich habe das Gefühl, die Antwort auf diese Frage ist immer nein. Ist das der offizielle Weg? Oder geht's da nur zu diesem... Warum bin ich denn jetzt wieder ganz oben? Bin ich im Kreis gelaufen? Ich glaube, oder? Nee, bin ich nicht. Hä? Oder doch? Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin ganz ehrlich. Das irritiert mich, dass ich hier quasi nur im Kreis um die ganze Zeit hier um dieses Ding rumlaufe. Das ist so seltsam. Ich habe nur noch 3 Pokémon. Damit kriegen wir das besiegt. Easy. Mehrere Pokémon. Ja, das ist immer am lustigsten. Oh. Oh. Was ist mit ihm los? Warum sieht es so aus, wie es aussieht? Okay, wir schwertatzen uns. Wow. Oh. Der Schwertanz hat gar nichts gebracht, weil ich bin nächste Runde garantiert down. Was war das für eine Attacke und warum hat sie so viel Schaden gemacht? Kampfattacke vielleicht? Können wir darüber reden, dass der blöde Hase ganz normal aussieht? Nein. 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 Nein, die Attacke geht auch auf beide. Das wusste ich nicht. Oh, es tut mir so laut. Oh, nein, es ist Boden. Ich wusste das. Oh, das war genial von mir. Ich weiß, was passiert. Ich bin voll im Bilde. Ah, Mann, ey. Okay. Sehr schön. Ich habe noch ein Pokémon übrig und es brennt. Wir nehmen das, weil das als einziges neues Aussehen bekommen hat. Nein. Okay, was können wir hier aussuchen? Ich weiß nicht. Neutrales Wesen. Punkrock. Punkrock hört sich gut an. Gift. Gift hört sich auch gut an. Ich muss theoretisch mein Team ganz dringend heilen. Denen geht's nicht gut. Da geht's nicht lang. Ich habe nur noch einen brennenden Pinguin. Kann ich nicht empfehlen. Fokus. Warte, geht's hier nicht weiter? Wo ging's dann weiter? War ich doch richtig? Hier ist ein See. Random, mit einem Fokusgurt. Okay. Wer kriegt den Fokusgurt? Wer geht denn oft one hit down? Hier kriegst du. Viel Spaß damit. Hier geht's nicht weiter, oder? Bin ich blind? Nee. Das kann doch nicht sein. Die machen nicht so einen See, nur um dann einen Fokusgurt hinzulegen. Oder tun sie das doch? Es ist vor allem dumm, weiterzulaufen, aber ich will auch nicht den ganzen Weg unnötig zurücklaufen. Ich gehe zurück, indem mich einer zurückschickt, weil er mich K.O.t. Ansonsten gehe ich nicht zurück. Aber ich komme von hier. Ah nein! Ich denke immer, das sind Treppen. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Die Dinger sehen aus wie Treppen.
weiß nicht mal warum, weil Treppen hier ganz anders aussehen. Guck mal, die sind so breit und ich verwechsel es trotzdem. Ich finde es auch fies von denen, dass sie die ganze Zeit diese unnötigen Dinger machen und dann ist da nicht mal ein Item versteckt. Könntest du ja mal einen Trank hinlegen oder so. Ich finde, das gehört sich so. East Cliff Gate, das Tor. Okay. Oh, Dareth, hi. Hier sind wir in East Cliff. Ich hab's geschafft. Mit dem brennenden Pinguin. Als einzigem, der ja noch nicht K.O. ist, aber wir haben es geschafft. Ich denke mal, Marshall und Laurel sind im Pokémon Center. Also sollten wir dort zuerst hin. Das denke ich auch. Zuerst zum Pokémon Center. Ach hey. Wo ist das Pokémon Center? Und erkennt man das? Ah ja. Das ist ein ganz normales Pokémon Center. Nun. So. Vielen Dank. Und dich schalten wir auch mal frei. Du bist nicht Marshall und Laurel. Hi. Ja, ich habe aus Versehen die Katze gekauft. Ich habe nicht nachgedacht. Okay. Ja gut, wir haben jetzt die Katze gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt eine Katze. Ich habe vergessen, dass der die Pokémon kauft. Und vor allem habe ich vor einmal zu viel A gedrückt. Elektro und Sound. Wir haben keine anderen Pokémon, die Sound vom Typ sind, oder? Außer ihm. Ganz seltsam. Okay. Hey. Laurel und so sind definitiv nicht im Pokémon Center. Ich habe hier nämlich keinen gesehen. So. Wir müssen ganz dringend Zeug kaufen. Ich habe aber auch nicht viel Geld, ehrlich gesagt. Ja, aber auch, weil ich die ganze Zeit mein Geld raushaue. Für dämliche Items. Weil es hier nichts zum Heilen auf den Routen gibt. Und ich definitiv auch keinen Bock habe, immer 5 Minuten lang zurückzulaufen. Ein Pichu-Souvenir. Dankeschön. Ah, da sind sie. Okay. Oh, wir haben Miri gefunden. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Können wir jetzt nach Hause gehen? Nein, noch nicht. Wir haben eine neue Situation. Ignitia? Oh Mann, da ist es so heiß. Aber wenn Dareth recht hat, dann könnte das ein guter Schlag gegen die Defiance und andere Renegade-Gruppen sein. Sie sind an der Spitze, richtig? Wir müssen diese Chance nutzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas Motiviertes mal von dir hören würde. Nun, wie auch immer, ich denke, wir müssen nicht mal gegen sie kämpfen. Wir müssen sie nur ablenken, bis die Verstärkung anrückt. Aber das lohnt, das löst immer noch nicht das Rätsel, warum sie da sind. Was ist das Problem? Oh, richtig, ich habe es gar nicht erwähnt. Es gibt ein paar Ranger, die den Weg nach Ignitia bewachen. Irgendwas wegen einer Erlaubnis, damit man durch kann. Und da habt ihr euch nicht weiter mit beschäftigt? Warum? Ihr hättet uns damit Zeit sparen können. War nicht mein Job. Du hast uns gesagt, wir sollen hier auf Miri und Destiny warten, falls sie vorbeikommen. Ich habe gesagt, ihr sollt nach ihnen sehen, nicht auf sie warten. Könnt ihr euch mal beruhigen? Lass uns diese Charm-Person finden, damit wir nach Ignitia gehen können. In Ordnung. Solange ich kein Wort mehr von unserem selbsternannten Anführer hören muss. Mira und ich suchen in der Stadt nach Spuren. Ihr tut was auch immer. Okay. Miri und ich, und dann lässt er mich einfach zurück. Natürlich. Okay, dann suchen wir mal nach Spuren. Aber ich würde sagen, nach Spuren suchen wir in der nächsten Folge. Bis dahin macht es gut und Mirio.